Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rafts. Und Mami, Mami, mein Essen glupscht mich an. Na, dann ess es trotzdem. So. Einmal kurz satt gefressen, damit wir hier jetzt auch ein klein wenig, ja, abholen und auch jetzt auch ein bisschen uns um den ein oder anderen, ja, wie nennen wir es mal, Baukniff hier mal drum kümmern. Denn ich habe auch ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ja jetzt nicht nur stehen gelassen. Gut, hier ist überall nichts drin. Denn einmal unser Rasen ist zu klein. Das heißt, das müssen wir jetzt nochmal anpassen. Die Ziege frisst zu viel. Die frisst mir die Haare vom Kopf. Und ich will bauen. Jetzt kommt die nächste Insel. Die ganze Zeit kommt keine Insel. Ja, und jetzt kaum geht Sonnenlicht an und ja. Gut, dann ist das halt so. Diesmal schippern wir jetzt dran vorbei. Also ganz ehrlich, ich will jetzt hier schon die ganze Zeit bauen und ich komme immer nicht dazu. Ja, Metall ist wichtig und so, aber ja. Nee. Da müssen wir dran vorbeischippern. Muss gleich Kurs setzen. Ich mal kurz ein bisschen schon mal was ab hier. Wir haben hier nochmal Seile. Dann haben wir hier nochmal einen Stein. Dann haben wir hier nochmal Holz. Oh. Dritte Kiste. Haben hier schon mal sehr, sehr schön viel Holz. So, nochmal ein bisschen Plastik ablegen. Und bei Blättern sind wir auch schon bei der dritten Kiste. Ja gut, ich werde mal drumrum segeln. Das heißt, das müssen wir jetzt machen. Das heißt, wir drehen schon mal ein bisschen ab. Damit das dann auch gleich klappt. So, und jetzt werde ich nochmal hier schnell die Reste abholen. Und hoffen wir, das klappt jetzt so. Sind halt auch ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja, das dürfte dicke reichen. Und wir verlieren eigentlich auch trotz unserer dicken Breite nicht wie wirklich viel, wenn wir jetzt schon früh genug abdrehen. Ja, das passt. Wie weit sind wir jetzt vom... Ja, müssen wir nur ein bisschen laufen lassen. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So. Einmal kurz was trinken. Ich kann hier nochmal kurz ein bisschen was reinschmeißen. Nochmal ein bisschen auswechseln und so. Holz haben wir ja wirklich genug da. Denn ich habe jetzt hier nochmal ein klein wenig Wiese vorbereitet. Schon mal die drei Motoren und die letzten drei Schmelzen, die noch fehlen. Das heißt, die werden wir jetzt als erstes einmal aufstellen und die auch schon mal mit Planken und alles vollfüllen. Weil dann kann ich hier nicht mehr so krass runterfallen. Wunderbar, passt. Na, eigentlich könnte ich ja hier vorne schon mal die zwei hinsetzen, ne? So, und einmal gedreht. So. Gut. Na, wir sind noch nicht ganz um der Insel rum. Dann fülle ich hier schon mal Planken ein. Dann gucken wir uns das Maschinchen nochmal an. Das fährt auch schon gleich in die richtige Richtung. Wunderbar. Dann machen wir das hier ebenso. Planken rein. Und hier fehlt immer noch eine Wand drin. Das geht ja so nun nicht. Wand. So. Wir haben ja Türen, ne? Gut, achso, jetzt habe ich nicht geguckt. Ne, der muss umgeschaltet werden. So, und dann den nächsten hier befüllen. Ach, der ist ja schon voll. Machen wir auf der Seite hier. Da kann man mal sehen, wie viel die an Sprit fressen eigentlich, ne? Ist ja schon der Wahnsinn. So, aber jetzt sind wir um die Insel rum. Jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen umsetzen. So, na gut. Ein kleines Stück müssen wir nur drehen. Nicht wirklich viel. Wir sind ja jetzt recht früh. Und ich glaube, da hinten ist noch mal was. Gut, aber jetzt hier. Rasen. Ihr kriegt noch mal ein bisschen mehr Rasenfläche. Ist nicht wirklich viel, aber wenigstens nochmal fünf weitere dazu. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... Habe ich überhaupt Seile mit? Nicht wirklich viele.
Kann ich mir hier nochmal kurz Stuff rausholen, damit ich nochmal Seile und Holz und so bekomme. Na, hier. Das ist eigentlich immer ein bisschen blöd, immer mit dem Hammer durch die Gegend zu laufen. So. Dann machen wir es jetzt einmal größer und die anderen sind ja jetzt noch gegrünt. Das dürfte reichen, hoffe ich mal. So, dann machen wir jetzt hier Seil dahin, Seil da. Jetzt fehlen noch ein paar Seile. Ist ja kein Problem. Machen wir uns hier aus Grünzeug nochmal ein bisschen Seil. So. Und dann kann ich nämlich jetzt hier rein und abholzen. Habt ihr nochmal ein bisschen größeres Gehege. So. Dann geht das ja auch schon mal gut voran. So, wie sieht's aus? Komme ich schon ran an den Ding da hinten? Eigentlich schon, ne? Na komm. Unser Schiff ist groß genug. Das heißt, wenn wir jetzt einmal kurz hinschwimmen. Uns das Ding einmal kurz abholen. Schadet das nicht. So. Und ich sehe immer noch keinen Willi. Der mag unser Schiff hier nicht mehr, seit es abgeeisend ist. Der mag es einfach nicht mehr. Das ist das Problem. So, jetzt würde mich aber nochmal interessieren. Wenn ich jetzt alle Motoren ansetze. So. Der macht nichts. Der schiebt sich jetzt auch nur so bubbelig durch die Gegend. So, das wären 300 Plattformen. 400 Plattformen. 500 Plattformen. 600 und wir fangen an zu tickern. Alter, ist das Genius. Jetzt ist aber eigentlich rein theoretisch, so von der Baukunst, müssten wir eigentlich jetzt einen übelsten Schlenki fahren hier. Alter, wir nehmen ja richtig Fahrt auf hier. Okay, wir könnten rein theoretisch, wenn wir jetzt so eine Insel sehen, könnten wir da jetzt einfach hinsteuern. Mit dicker Motorkraft. Das sieht aber auch geil aus. Es ist aber auch mega laut. Man, gut, dass ich sie an die Seiten gebaut habe. Das ruckelt aber ordentlich. Ja. Aber ja, nice. Motorkraft incoming. Gut, das heißt, mehr hätten wir eigentlich nicht gebraucht. Jetzt mache ich aber trotzdem erstmal wieder aus. Das heißt, wir haben eigentlich noch gut, ja, ein bisschen zu viele. Ich könnte natürlich jetzt hier noch ein bisschen das Design ändern. Ich glaube, selbst wenn wir jetzt hier noch die drei Stück reinsetzen, das sind drei auf jeder Seite, das sind nochmal sechs Stück. Und auf der anderen Seite haben wir das auch nochmal. Wir haben es ja jetzt schon bei einer Seite erreicht. Könnte man wirklich sagen, dass man hier das mittlere Ding eigentlich komplett dicht macht. So wirklich sagt, okay, gut, man macht das mittlere Ding hier einmal komplett zu. Vielleicht hier vorne nochmal einen Motor rein, dass man das nochmal ein bisschen umändert. Es reicht ja vollkommen aus, weil wir haben ja noch die andere Seite. Das heißt, den baue ich nochmal ab. Den baue ich nochmal ab. Schade ums, um die Planken. Aber, ganz ehrlich, um die Planken mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Das heißt, hier setzen wir noch einen Motor an. Hier setzen wir noch einen Motor an. Dann haben wir jetzt jeweils 8 auf jeder Seite. Ich denke mal, das dürfte dicke ausreichen. Das dürfte wirklich dicke ausreichen. Wir können jetzt natürlich noch sagen, entweder wir machen den hier jetzt hier noch dicht oder wir machen da noch zusätzliche Motoren rein. Ich würde jetzt in dem Fall erstmal sagen, wir machen jetzt natürlich zu, damit ich da jetzt auch nicht mehr reinfalle. So. Und hier jetzt genauso. Das heißt, hier kommen jetzt eigentlich 3 rein. So. Und dann habe ich ja jetzt hier sozusagen eigentlich nochmal 2. Das heißt, wir haben eine neue Mitte. Und das wäre diese hier. Wir haben eine neue Mitte. Das heißt, ich kann hier jetzt nochmal
Ja, nicht ganz. Dann muss ich den da aber auch umändern. Mann, gut, dass ich das nochmal gemacht habe hier vorher. Weil jetzt haben wir eine neue Mitte. Ich wollte ja dann immer von der Mitte aus hier lang düppeln. Das heißt, nee, halt. Mitte ist ja dann 1, 2. Ja, doch, 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 doch. Kommt hin, kommt hin. Kommt hin. So, dann holen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen was hin. Ist halt jetzt so ein bisschen Feindesign, was wir jetzt machen, aber egal. Feindesign muss auch mal sein. So, jetzt haben wir eigentlich schon wieder nur Ressourcen, die wir jetzt eigentlich gesammelt haben. Verarbeiten wir hier gerade. Das heißt, hier an der Seite muss natürlich auch nochmal einer hin. Und dann muss der hier in der Mitte doch wieder weg. Weil das muss er dann genauso wie hier nochmal ein zusätzliches Sammelnetz ergeben. So. Dann reiße ich einmal das hier ab. Genauso wie das hier. Dann haut das nämlich auch ein bisschen besser hin. Es sind halt so kleine Feinoptimierungen, die wir jetzt hier durchführen. So. Ich kann ja schon mal die Sammelnetze anbringen. So, ich habe gar keins mehr in der Hand hier. So, dann der hier muss nochmal weg. Da muss ja dann gleich einer wieder hin. So, dann können wir hier schon mal die Seiten soweit zumachen. So, dann kommen die hier nochmal weg. Dann hätte ich nämlich auch keine Doppeltür gebraucht, sondern eine Einfachtür. So, jetzt können wir hier schon mal ansetzen. Ist an und für sich dasselbe, bloß jetzt ist halt nicht mehr so breit, ne? Bleibt sogar noch ein Sammelnetz übrig. Achso, weil ich ja hier jetzt weggemacht habe. Ah! Ne, hier muss er auch nochmal. Brauchen wir sogar ein Sammelnetz mehr dafür. Na gut, ist nicht weiter schlimm. Ein Sammelnetz kriegen wir hin. Ein Sammelnetz kriegen wir hin. So, ich brauche ein bisschen Holz. Ich brauche ein bisschen Plastik. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt noch so viel Plastik brauchen. So, hier muss der noch zu. Da muss noch zu. Ja, das passt viel besser. Dann haben wir hier vier. Da haben wir acht. Ich kann nochmal erhöhen. Ich lasse hier die Sachen frei. Das ist dann halt einfach nur. Ja, haben wir. Und hier müssen wir jetzt halt auch nochmal die ganze Tür nochmal umändern. Weil das passt ja jetzt nicht mehr. Man soll ja geradezu drauf zukommen können. Das heißt, hier muss die Tür hin. Werde ich das jetzt hier gelöst? Eigentlich, ja, mit rechts, links, ne? Das heißt, der muss auch nochmal weg. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier erstmal die Wand wieder reinziehen. So und so. Ah, ganz gefallen tut mir das noch nicht so. Na gut, ich hole mir erstmal jetzt noch die Tür hier rein. Tür ist drin. Ich muss immer mal zwischendrin gucken. Nicht, dass wir hier demnächst auf Grund laufen oder so. Aber gern schon ein paar mehr Fenster drinne. Das sind mir doch ein bisschen zu wenig Fenster. Und hier fehlt jetzt noch. Ich guck mal nochmal nach, ob ich noch das eine Sammelnetz da habe. Oder nicht. Ja, siehst du, ich habe hier sogar noch zwei Sammelnetze. Ha! Kein Problem. So. Das heißt, hier kann ich jetzt auch nicht mehr so schnell vom Bord fallen. Das hier muss ich ja jetzt auch nicht auskleiden, weil. Ist nicht weiter wild. Aber wie gesagt, ich hätte hier gerne nochmal ein bisschen mehr. Fenster und so weiter drin. Das heißt, wir machen das lieber so. Ist zwar schade ums Holz, aber das fällt einem erst am
Ende auf, wenn man dann halt schon so ein bisschen weiter ist. So, hier machen wir jetzt nochmal dasselbe. Hier, der kommt auch nochmal weg. Der ist zu viel. Da soll Fenster. Da soll auch nochmal Fenster. Und hier soll auch nochmal Fenster. So. Und hier kommt wieder eine normale Wand rein. Und ja, ich habe vergessen zu trinken. Immer noch. Oh, wir steuern auf eine Insel zu. Und ich bin gerade am Verdursten. Na super. Das scheint aber wieder eine kleine zu sein. Ja, ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja hier gleich irgendwo am... Oh, verdammt. Hier ist auch kein Wasser. Da ist kein Wasser drin. Wir müssen ganz nach hinten. Ich hoffe, wir rammen jetzt die Insel nicht. Wenn nicht, wir haben Motorkraft. So, hier ist nichts drin, aber hier, das heißt, wir machen erst, auch wenn wir jetzt kurz vorm Verdursten sind, reiß dich zusammen. Hier nochmal Wasser auffüllen. Hier Wasser rausnehmen. Und jetzt kannst du dir erstmal ordentlich was gönnen. So, jetzt gucken wir mal. Oh, wir sind schon fast davor. Na, müssen wir abdrehen. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt will ich. Ich bin echt gespannt auf die Dinger, ob die wirklich übertaugen. Jetzt haben wir ja so die als Referenz. Das heißt, ich muss hier nur Planken reinfüllen. Und sie natürlich auch dementsprechend noch richtig einstellen. Die jedenfalls. So. Ja, haben wir auch ein bisschen mehr Platz hier. Das heißt, jetzt müssen wir gleich hier richtig in Speed-Modus fallen. Alter, ich gehe hier ständig runter. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Es ist zwar nur einseitig, aber egal. Oh. Wir müssen hier schon ein bisschen rum. Ja, da hänge ich schon ein bisschen fest. Aber ging noch alles gut. Ging noch alles gut. Ich komme von der Insel gerade nicht weg. Schieb mich weg. Eigentlich da hinten. Das erkenne ich gerade gar nicht. Wir haben doch Motorkraft. Jetzt komm. Der Wellengang ist halt ein bisschen blöd. Ich habe ein bisschen aufgesetzt. Moment, wir probieren das jetzt mal richtig aus. Ich sehe da nämlich was. Wenn schon Motorkraft, dann machen wir mal richtig. Alter, wir bewegen uns wirklich entgegengesetzt des Windes. Wie cool ist das denn? Mich würde aber interessieren, was passiert, wenn wir jetzt einen Anker lichten. Stoppen die Motoren automatisch oder fangen die dann an, nur einfach rumzueiern? Verbraucht das denn halt Motorkraft? Alter, wir rammen das Ding gleich. Nice. Jetzt habe ich noch nicht mal auf Willi geachtet. So. Nimm mich wieder mit. Wir fahren gerade auf eine völlig andere Insel zu. Der Wind hat sich aber immer noch nicht gedreht, ne? So, wir fahren auf eine... Da vorne ist irgendeine andere Insel. Jetzt bin ich neugierig. Die sieht nämlich mal anders aus als die, die wir sonst immer angesteuert haben. Ich weiß, es ist jetzt eigentlich nicht das, was wir machen wollten, aber... Schiffchen voraus. Das ist eine felsige Insel. Die wird mir aber auch nicht auf dem Radar angezeigt. Oder? Nee, die müsste jetzt eigentlich direkt voraus sein. Die müsste ja jetzt eigentlich direkt voraus sein.
Okay. Kennt tue ich jetzt nicht, ob da jetzt irgendwas Neumodisches drauf ist oder so. Aber so von der Optik her hat die mir jetzt nichts gesagt. Können Sie uns nochmal ein bisschen näher angucken hier? Aber ich glaube, das ist wieder nur so eine ganz einfache, kleine, normale Insel, die wir schon öfters mal gesehen haben. Sah bloß ein bisschen anders aus wegen von der Seite, ne? Ja, das sah nur aus von der Seite. Ich glaube, so eine hatten wir schon mal gesehen. So, jetzt will ich mal wissen. Was passiert, wenn wir jetzt Anker setzen? Ist auch die Frage, wie viel verbrauchen die? Verbrauchen die jetzt auch noch was oder eher nicht so? Also wir haben jetzt die Hälfte schon mal verbraucht. So ungefähr. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Motoren abstellen. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt trotzdem verbrauchen. So. Das heißt, wir machen jetzt hier mal einmal kurz die Hebel umlegen. Oh, Ruhe. Und dann werden wir gleich mal in Treibrichtung gucken. Ah, irgendwie, die Insel sieht... Ist das jetzt nur die Rückseite? Sind wir jetzt einfach auf eine Rückseite von irgendeiner Insel geschwommen? Weil so im Ganzen kommt mir das null bekannt vor. Das ist sogar eine Höhle. Okay. So eine Insel hatten wir noch nicht. Ich weiß, ich bin vollkommen überfüllt und alles, aber die Neugier. Okay. Hier ist jetzt nichts weiter. Ich glaube, das wird dann eher ein Taucherding. Also so von der Form her und so hatten wir diese Insel noch gar nicht gesehen. Die kommt mir null bekannt vor. Zumal bei den meisten sind wir ja jetzt mittlerweile auch getaucht, aber bei so einer sind wir noch nicht getaucht. Erze hier. So eine richtige Schlucht. Hier geht es sogar richtig rein. Können wir sogar in die Insel rein? Ah ne, wir tauchen unter der Insel durch, ne? Nee. Nice. Sieht hübsch aus. Und hier hinten geht es auch nochmal runter. Aha. Kein Dreck und nichts, aber okay. Ah, hier unten ist... Hier kann man zwar runter, aber hier kommt man nicht rein. Na gut. Aber nächste. Rätsel enträtselt. Ist aber mega cool. Jetzt habe ich natürlich keine Arken, kein gar nichts, irgendwas in der Richtung bei. Na gut, ich sehe jetzt hier nur Kupfer. Hat so eine Muschel mitgenommen. Ist aber, sieht schon cool aus. So, aber ich frage mich, wo unser Willi ist. Scheinbar nicht da. Gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, in welche Richtung fährt jetzt eigentlich der Wind. Wir wollten ja eigentlich weiterbauen. Ich werde jetzt hier nicht tauchen. Ausnahmsweise mal nicht. Der Wind ist... Oha. Komm mal. Ach nee, wir können ja nicht drehen, weil wir ja noch geankert sind. So. Mal richtig wieder in Segelrichtung. Na, müsste jetzt eigentlich passen wieder. In Windrichtung gesetzt. Das wird wohl wahrscheinlich wieder eine Zeit lang dauern, bis wir wieder an Ressourcen kommen. Wir haben ja noch Ressourcen. So ist es nicht. Oh, mal ein bisschen gegensteuern hier. Insel rammt uns so ein bisschen. Aber es läuft ganz cool. Und es sieht auch irgendwie ein bisschen schon mal von der Technik her cool aus. So richtig schön Steampunk-mäßig. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, jetzt können wir... Ach, da vorne ist auch schon wieder Schrott. Da vorne können wir schon wieder was einsacken. Ja gut, dann passt das jetzt. Gut, aber nichtsdestotrotz
machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich auch endlich mal mit dem Bauen wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.